Hallo und herzlich willkommen bei JusProfi, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Ich bin heute mit einer ganz besonderen Person zu Tisch, nämlich Herrn Dr. Ernst Geiger, Polizeijurist. Ich freue mich ganz besonders, dass wir uns heute getroffen haben. Ich freue mich auch schon ganz besonders auf das Gespräch und ein wirklich spannendes Gespräch. Hallo, Herr Doktor. Hallo, ich freue mich auch darauf. Ich hoffe, es wird spannend. Fangen wir vielleicht gleich mit dem ersten Thema an, nämlich Sie sind Polizeijurist gewesen. Sie sind ja jetzt mittlerweile schon in Pension, soweit ich weiß. Richtig, ja. Aber vielleicht ganz zu den Anfängen. Was hat Sie denn bewogen, Jus zu studieren? Eigentlich die vielen Möglichkeiten des Jus-Studiums. Ich hatte keine klare Berufsvorstellung, wie ich begonnen habe. Das Strafrecht hat mich mehr interessiert, das öffentliche Recht. Das war alles interessanter als das Zivilrecht und hatte zunächst keine klare Vorstellung. Ich wollte zunächst dann in den richterlichen Vorbereitungsdienst, das war damals noch leichter als es heute ist. Der rechtliche Vorbereitungsdienst? In den richterlichen Vorbereitungsdienst. Also ich war Rechtspraktikant, okay. Und Übernahmswerber. Okay. Und habe begonnen am Bezirksgericht für Handelssachen. Im ersten Bezirk? Im ersten Bezirk, ja, in der Riemergasse war das damals noch. Das war damals noch im alten Gebäude in der Riemergasse. Und das ist mir ziemlich fad vorgekommen. Da waren hauptsächlich erste Tagsatzungen und eben Streitigkeiten über Bagatellfälle, die meist mit Versäumnisurteil beendet wurden. Und es war eigentlich nicht die Tätigkeit, die ich mir vorgestellt habe. Und im Hintergrund hatte ich immer natürlich auch schon die polizeiliche Tätigkeit. Ich habe als junger Mensch gerne Kriminalromane gelesen und die Polizei hat damals eben Polizeijuristen gesucht. Bin zum Schotmann gegangen, habe mich beworben und wurde gleich genommen. Wie hat das ausgeschaut, das Bewerbungsprozedere? Das war, man hat ein Formular ausgefüllt, hat einen Lebenslauf beigelegt und hat das abgegeben. Dann wurde man zum Amtsarzt geladen, wurde untersucht auf die körperliche Eignung und ziemlich bald kam damals schon die Zusage, man kann beginnen. Okay. Und meine erste Dienststelle war das Bezirkspolizeikommissariat Hietzing. Das gibt es heute gar nicht mehr. Okay, das heißt, Sie haben dann als Polizeijurist begonnen oder als Polizist? Nein, als Polizeijurist. Okay. Ich war ein Quereinsteiger und habe dann die Ausbildung während des Dienstes nachgemacht. Da gab es eben einen Einführungskurs für Polizeijuristen und da hat man eben die Grundzüge des Polizeidienstes gelernt. Aber zunächst begann gleich einmal der praktische Teil. Ich musste gleich am Bezirkspolizeikommissariat hier Dienst machen und wurde eigentlich von Kollegen eingeschult. Die Ausbildung kam dann ein paar Monate später, da ist ein Kurs abgehalten worden und letztendlich vor der Definitivstellung war dann noch die Verwaltungsakademie, die alle Juristen im Verwaltungsdienst machen müssen. Okay. Und Rechtsanwalt oder Strafverteidiger wollten Sie nicht werden? Ich meine, das könnte man ja auch in Erwägung ziehen. Das hat mich auch interessiert und ich wäre fast noch einmal abgesprungen. Ich habe dann einen Rechtsanwalt kennengelernt, der hat für meinen Onkel einen Prozess geführt. Da habe ich ihn ein bisschen beraten und der wollte mich gleich abwerben und hätte viel mehr gezahlt. Allerdings wäre es am Land gewesen, in Neunkirchen. Rechtsanwalt wäre die zweite Alternative für mich gewesen. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht und bin bei der Polizei geblieben. Und das hat sich ja auch ausgezahlt, sehr verdienstvoll. Sie haben Ehrenzeichen bekommen sogar für Ihre Tätigkeit. Ja, das war ein langer Weg. Also die ersten Jahre waren am Bezirkspolizeikommissariat, da hatte man kleine Verwaltungsstrafsachen gemacht und kleine Kriminalfälle. Da hat man sozusagen das Einmaleins des Polizeidienstes kennengelernt. Mhm. Aber ich hatte in Hietzing bereits einige große Erfolge. Ich konnte damals eine große Diebesbande ausforschen mit den Kriminalbeamten gemeinsam und ich war eben der Leiter dieser Ermittlungen
und dadurch ist das Sicherheitsbüro auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Das Sicherheitsbüro war damals die kriminalpolizeiliche Zentralstelle in Wien und die war für schwere Delikte, für Kapitalverbrechen, Mord, Raub, schweren Betrug, Sucht, Gift und eben für Wien zentral für alle großen Strafsachen zuständig. Wenn Sie sagen, ausforschen konnten Sie diese Diebesbande, wie viel juristische Tätigkeit ist da dahinter und wie viel davon ist in Wahrheit Polizeitätigkeit, also Ermittlungstätigkeit? Das hängt davon ab, wo man Dienst macht. Also es gibt am Kommissariat, würde ich sagen, ist es etwa 70 zu 30. 70% juristische Tätigkeit, aber in Tätigkeit hauptsächlich im Verwaltungsbereich damals. Also Straferkenntnisse, Verwaltungsstrafverfahren, Administrativverfahren. Es gibt Stellen im Polizeidienst, da ist man sehr juristisch gefordert. In der Zentrale, im Präsidium, im Waffenreferat, Administrationsbüro, da gibt es verschiedene Stellen, wo das juristisch überwiegt. Ich habe aber dann im Sicherheitsbüro bei der Kriminalpolizei begonnen und da war das Überwiegende eben die Ermittlungstätigkeit. Mhm. Also weniger das Juristische, sicher auch zum Ermitteln braucht man juristische Kenntnisse. Der Staatsanwalt macht eigentlich heute das nach der StPO neu, was früher die Polizeijuristen im Vorverfahren gemacht haben. Mhm. Das hat sich natürlich seit der StPO neu geändert. Früher hat der Polizeijurist den Akt gerichtsfertig gemacht. Der hat den Akt geführt, hat Einvernahmen gemacht, hat die Anzeige geschrieben und die wurde dann eben übernommen in einen Strafantrag oder in eine Anklage. Sie haben gemeint, Sie haben damals Kriminal- oder Krimis gerne Bücher gelesen. Ja. Haben Sie gewisse Vorbilder, wo Sie gesagt haben, das so möchte ich auch sein oder das möchte ich auch machen? Das waren eigentlich, ich würde sagen, dazu Schundhefte. So, Alan Wiltons Kriminalbericht, haben die damals geheißen, die habe ich am Weg in die Schule, ich bin damals am Land aufgewachsen und eine Stunde mit der Bahn nach der Neustadt zur Schule gefahren und da habe ich diese Hefte gelesen. Und da war eben ein Kriminalkommissar, der in London, in Paris und in Marseille gegen Mörder ermittelt hat. Okay. Und so Mordermittlungen, das hat mich schon interessiert. Damals wusste ich noch nicht, dass ich irgendwann einmal Leiter der Wiener Mordkommission werden würde. Okay. Aber irgendwo war das Ziel natürlich von mir. Auch im Sicherheitsbüro habe ich nicht gleich mit Tötungsdelikten angefangen, sondern klein mit Diebstahl. Betrug, Suchtmitteldelikten, Prostitution, Taschendiebstählen und dann war ich im Raubreferat und schlussendlich bin ich dann zum Mord gekommen. Und das würde ich meinen, wäre vielleicht ein gutes Stichwort, um in unseren zweiten Teil zu gehen, nämlich die Frage, was haben Sie denn wirklich tagtäglich gemacht? Als Polizeijurist und wie sieht die Arbeit als Polizeijurist aus? Sie haben im Vorfeld schon gemeint, dass sich das heute geändert hat im Vergleich zu früher. Können Sie uns da ein paar Einblicke geben? Ja, früher war es natürlich auch abhängig, wo man Dienst versehen hat. Ich habe hauptsächlich eben bei der Kriminalpolizei Dienst versehen. Heute gibt es kaum Juristen bei der Kriminalpolizei. Mhm. Das sind heute alles Kriminalbeamte. Und die Führung haben leitende Kriminalbeamte, Offiziere. Und die Juristen werden dort eigentlich kaum mehr verwendet. In meiner Zeit war jeder Referatsleiter ein Jurist. Und der hatte mehrere Kriminalbeamtengruppen und mit denen hat er gearbeitet. Und die Aufgabe des Juristen war es, die Ermittlungen zu leiten, Vorgaben zu geben, den Akt zu führen, Einvernahmen zu machen, den Kontakt mit der Staatsanwaltschaft und mit dem Untersuchungsrichter herzustellen. Auch die Untersuchungsrichter gibt es heute nicht mehr. Also nach der StPO alt war eben viel mehr Gewicht auf den polizeilichen Ermittlungsteil. Heute ist der Staatsanwalt der Leiter des Verfahrens und hat diese Kompetenz zur Staatsanwaltschaft verlagert. Mhm, Sie haben ja eine
Berühmtheit in Österreich aufgrund diverser Fälle. Vielleicht, wenn Sie uns ein bisschen zu den Themen da auch was erzählen könnten. Ich glaube, das ist durchaus interessant für unsere Zuhörer. Ich nenne die Stichwörter Jack Unterweger, Kindermorde bzw. Mädchenmorde in Favoriten. Der Fall Kambusch, der international berühmt und berüchtigt ist, aber auch der Diebstahl der Saliera, aber natürlich auch auf der anderen Seite die Affäre rund um den Amtsmissbrauch, beziehungsweise auch Sauna-Affäre genannt in den Medien. Vielleicht können wir über diese Themen ein bisschen sprechen. Ja. Also, wie war das mit Jack Unterweger? Wir hatten ja im Podcast auch die Frau Astrid Wagner, ja. Frau Dr. Wagner, war schon im Podcast, da hatten wir die eine Seite einmal beleuchtet. Aus Ihrer Seite wäre das vielleicht auch ganz spannend zu sehen. Ja, Jack Unterweger war mein schwierigster Fall. Ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up to date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Das Ganze begann für mich 1991. Ich wurde frisch Leiter der Wiener Mordkommission und war verantwortlich eigentlich für das gesamte Gewaltreferat für Mord, Sexualdelikte, Raub im Sicherheitsbüro. Und da begann eben eine Mordserie an Prostituierten. Es wurden innerhalb von weniger Wochen verschwanden 4 Prostituierte in Wien am Straßenstrich und die wurden dann zeitverzögert im Wiener Wald aufgefunden, in Wien und in Niederösterreich. Und am Anfang hatten wir keine Ahnung, wer der Täter ist. Schließlich sind wir auf Jack Unterweger als Tatverdächtigen gekommen, aber es war für uns selbst am Anfang unglaublich. Er war der Star der Society. Er war zwar ein lebenslang Häftling aus Stein, aber er hatte es geschafft, sich freizuschreiben und nach 15 Jahren freizukommen. Und damals, Anfang der 90er Jahre, war er der Darling der Society in Wien. Also alle heute auch noch großen Schriftsteller haben damals seine Freilassung befürwortet, haben sich für ihn eingesetzt, ob Kolaritsch oder Jelinek, berühmte Journalisten, Peter Römer, und viele haben ihn gefördert. Mhm. Und es war natürlich sehr schwierig, gegen ihn zu ermitteln, weil die Medien haben teilweise auch eben nicht glauben wollen, dass er der Täter ist, und er konnte die Medien sehr gut manipulieren. Und da war es ihm sehr schwierig, in diesem Klima gegen ihn zu ermitteln. Und wir hatten am Anfang auch sehr wenig. Ja, aber letztendlich gelang es dann doch, eben in 11 Morde in Österreich, in der Tschechoslowakei und in Los Angeles nachzuweisen. Und da haben Sie auch mit dem FBI zusammengearbeitet? Ich habe mit dem Los Angeles Police Department, auch mit dem FBI zusammengearbeitet. Das FBI, da war die Behavioral Science Unit, die sich mit Serienmörder beschäftigte. In den USA gibt es immer eine lange Geschichte von Serienmördern. In Österreich war das unser erster. Mhm. Da ging es, die FBI hat eine große Expertise mit dem Thema Profiling. Ja, und da haben wir eben von uns da ausgetauscht und von dieser Expertise natürlich gute Erkenntnisse gewonnen. Ja. Wie wird diese Ermittlungstätigkeit ausgeschaut? Also wie ist man überhaupt drauf gekommen? Was war die Spur zu Jack Unterweger? Die Spur war ein Hinweis eines Salzburger Kriminalbeamten. Der hatte, nachdem er seinen ersten Mord begangen hatte, das war 1976 in Salzburg, und da dann zu lebenslänglich verurteilt wurde, hatte der einen Mordfall, von dem er meinte, Jack Unterweger sei der Täter. Aber es gelang ihm nicht, ihn zu überführen. Er war dann schon im Gefängnis und der Staatsanwalt hat damals in Salzburg auch geglaubt, er hat ohnehin schon Lebenslänge gegeben, hat dann weiter ermittelt. Aber diesen alten Kriminalbeamten, der war dann schon in Pension, hat das keine Ruhe gelassen, und der hat uns den Hinweis gegeben. Und auch in Graz hat er den Hinweis gegeben. Und so sind wir auf seine Spur gekommen.
Schick Unterweger natürlich war ein ganz außergewöhnlicher Mensch, der hatte keine Scheu oder Angst vor der Polizei. Der ist dann als Reporter des ORF ins Sicherheitsbüro gekommen und hat meinen Chef, den Hofer Dedelbacher, interviewt und hat ihn gefragt, was gibt es für Beweise bei den Prostituierten Morden. Er ist gleichzeitig zu den Prostituierten auf ihren Plätzen, die Kolleginnen verloren hatten, die ermordet wurden, und hat die interviewt. Haben Sie jetzt Angst? Da geht der Mörder um. Und das wurde im Journal Panorama im ORF gesendet. Unglaublich. Unglaublich, und da haben wir gedacht, das ist schon ungewöhnlich. Wir haben ihn dann observiert, das war auch nicht sehr ergiebig. Wir haben festgestellt, er entspricht so gar nicht unseren prostituierten Mörder. Wir haben geglaubt, das ist ein Mensch, der mit Frauen nicht umgehen kann, der irgendwo Schwierigkeiten hat, sexuell gestört ist. Aber das Gegenteil war der Fall. Der hatte viele Frauen, hatte Freundinnen, die jüngste war 15, die älteste 65. Einige haben ihn unterstützt finanziell und so hat er gar nicht dem Tätertyp entsprochen. Aber wir sind trotzdem hartnäckig geblieben und konnten dann nachweisen, dass er Kontakt zu Prostituierten hatte, obwohl er das immer bestritten hat. Und dann ist ein Haftbefehl erlassen worden. Er ist geflüchtet in die USA und wir konnten dann in Miami festnehmen lassen. Sind Sie dann auch nach Miami geflogen oder Los Angeles? Nein, ich bin nach Los Angeles geflogen und hier haben wir mit den amerikanischen Beamten die Fälle verglichen. Und das hat dann dazu geführt, dass er in Österreich auch für die Fälle in Los Angeles angeklagt wurde. Zum Zeitpunkt, als Sie ermittelt haben, was war Ihre persönliche Überzeugung? Haben Sie sich da gedacht, der war das oder man das überhaupt schon? Am Anfang hatte ich diese Überzeugung nicht, am Beginn der Ermittlungen. Aber dann, wie wir gesehen haben, wo er gelogen hat und wie dann die ersten Sachbeweise gekommen sind bei der Hausdurchsuchung, haben wir dann einen Schall sichergestellt mit roten Fasern. Und da hat der Gutachter festgestellt, die sind eigentlich von ihm. Die Fasern wurden auf der Leiche in Vorarlberg gesichert. Dann das Haar des Prager Opfers, das im Auto von ihm sichergestellt wurde. Da kam dann schon die Gewissheit, dass er der Täter ist. Ja, also sage ich jetzt einmal, weltbekannter Fall, in dem Sie maßgeblich dazu beigetragen haben, dass dieser Fall natürlich auch seine Weltbekanntheit erlangt. Ja, das war natürlich eine große Teamarbeit, da war eine große Sonderkommission mit Ermittlern aus allen Bereichen und letztendlich ist es gelungen, eben ihn zu überführen. Es gab dann das Gerichtsverfahren in Graz und da ist er dann in 9 von 11 Fällen schuldig gesprochen worden. Der Freispruch ist in den Fällen erfolgt, wo nicht einmal die Todesursache festgestellt werden konnte, weil die Opfer oft sehr lang gelegen sind, da sind nur mehr Knochen gefunden worden. Also ein Zweifelsfreispruch. Ein Zweifelsfreispruch, aber 9 Fälle, das hat auch ihn erdrückt und er hat dann einige Stunden später Selbstmord begangen. Und das würde ich jetzt einmal als guten Endpunkt für das Thema mit Jake Unterweger wählen. Und als nächsten Punkt wäre es vielleicht ganz spannend, die Kindermorde bzw. Mädchenmorde von Favoriten zu beleuchten. Worum ging es da? Die Mädchenmorde von Favoriten, das war eigentlich mein erster großer Fall. Da wurde eine 20-jährige junge Frau nach einem Diskothekenbesuch am Heimweg von der Diskothek ermordet und sexuell missbraucht aufgefunden. Sie war eben in dieser Diskothek mit Freundinnen, wollte dann, dass ihr Freund sie abholt, dem ist sie entgegengegangen. Dort war der Bandschranken geschlossen, also eine Verkettung unglückseliger Umstände, da ist ihr dem Täter in die Hände gefallen und der hat sie dann mit ihren eigenen Kleidungsstücken erdrosselt. Der hat noch etwas zusätzlich gemacht, er hat die Leiche wirklich degradierend zur Schau gestellt. Sie sind am Baum angebunden, nackt, und das ist ein Zeichen von einem beginnenden Serienmörder. Also wir wussten sofort, der ist brandgefährlich, aber damals hatten wir noch wenige Möglichkeiten. Das war 1988 vor der DNA. Es gab nur eine Blutgruppenuntersuchung und die ist auch noch schief gelaufen. Da ist ein Fehler passiert.
Man hat das Sperma vom Oberschenkel abgeschabt und nicht bedacht, dass die Blutgruppe A die Blutgruppe 0 überlagert. Und dadurch haben wir die falsche Auskunft bekommen, der Täter muss Blutgruppe A haben. Und der ist aus dem Raster gefallen. Wir hatten schon am Anfang ein Visier und er ist da aus dem Raster gefallen. Und er hat sich dann noch gespielt mit uns. Er hat ein paar Wochen später einen Schuh hingelegt dort. Also wir hatten höchsten Alarm, da ist ein Serienmörder am Weg. Mhm. Und tatsächlich Anfang Februar wurde ein Kind gefunden, unweit vom ersten Tatort in der Bialbin-Hansen-Siedlung. Doch sie wurde sexuell missbraucht und erdrosselt und auch wieder angebunden. Also eine Leiche anbinden macht an sich keinen Sinn. Aber das war sein Zeichen und wir haben wieder darauf gewartet, dass er wieder zuschlägt. Mhm. Aber er hat dann nicht mehr zugeschlagen. Es gab dann im Dezember noch einen dritten Mädchenmord, aber der war anders gelagert. Da wurde das Mädchen auch am Heimweg vom Täter abgefangen und mit einem Ast erschlagen. In der Zeit war ein Favoriten große Aufruhr, wenn eine junge Frau, Kinder ermordet werden, dann ist das ein Alarmzeichen natürlich für die Eltern, für die Bevölkerung. Man hat von der Polizei gefordert, dass das aufgeklärt wird, nur ist uns das nicht gelungen. Mhm. Wir haben keinen Täter gehabt, trotz der hohen Belohnung, die der damalige Bürgermeister Zilkaus gesetzt hat. Es gab keine heiße Spur. Klären konnten wir das dann 12 Jahre später, 2000, wie dann durch einen Fallcheck Unterweger die DNA-Untersuchung Standard wurde in der Kriminalistik und es wurde dann auch die DNA-Datenbank eingerichtet. Und durch diese DNA-Datenbank, wo das Sperma eingespeichert wurde, kam es dann zu einem Treffer und wir konnten den Täter ausforschen. Das trifft sich vielleicht gut mit einer aktuellen Thematik, nämlich in Österreich medial sehr stark hervorstechende Thematik des Femizides. Was ist Ihre Meinung dazu? Ist das etwas, das in Österreich besorgniserregend hoch ist, dass viele Frauen momentan ermordet werden? Was hat es damit auf sich? Frauenmorde sind immer besorgniserregend, aber diese Morde, diese Femizide, sind eben Morde, wo der Täter von Anfang an bekannt ist. Die sind kriminalistisch nicht sonderlich anspruchsvoll, aber es gibt derzeit eine Häufung, aber die ist auch nicht so groß, wenn man einen langen Zeitraum vergleicht. Die gab es auch früher. Mhm. Nur gab es früher mehr spektakuläre Morde, sodass die Femizide, diese Partnerschaftsmorde, eher in der Masse untergegangen sind, weil sie nicht so spektakulär waren von der Aufklärung her. Und es gibt ja heute sehr viele Instrumentarien, das Gewaltschutzgesetz, die Wegweisung, Annäherungsverbote, das Ganze wirkt auch. Aber man muss natürlich dazu auch noch sagen, dass sich die Bevölkerung in Österreich vergrößert hat. Wie ich begonnen habe bei der Polizei, waren wir 7 Millionen Einwohner in Österreich, jetzt sind wir 9 Millionen. Und da sind natürlich auch noch Menschen aus anderen Kulturkreisen hinzugekommen und auch die begehen solche Delikte. Also wenn man das alles in Relation setzt, dann ist es in etwa gleich geblieben. Generell finden Sie, dass die Mörder heutzutage zu weniger spektakulären Morden tendieren, weil sie Angst haben, dass man ihnen mit den heutigen Methoden viel eher und viel schneller auf die Schliche kommt? Oder woran liegt das? Das ist schwer zu sagen. Also es gibt heute, Faktum ist, es gibt viel weniger Morde heute als in den 80er und 90er Jahren. Also in der Zeit, wie ich Leiter der Wiener Mordkommission war, hatten wir 40 bis 50 Morde im Jahr. Heute sind es weniger als 20. Und der Großteil sind eben diese Femizide. Mhm. Ich glaube, der Täter überlegt nicht so. Besonders bei diesen Femiziden, da weiß der Täter ganz genau, er wird erwischt, weil er ist der einzig mögliche Tatverdächtige und er macht es trotzdem. Also der Täter denkt gar nicht so sehr, ob er erwischt wird oder ob er eine Strafe bekommt, sondern
sind eben Gründe, Leidenschaft, Hass, die immer gelten. Mhm. Andere Motive sind zurückgetreten. Also es gibt heute kaum mehr Sexualmorde, kaum mehr Raubmorde, auch kaum mehr Morde an Homosexuellen. Da kann man sagen, gut, das war früher verboten, da hat sich die Rechtslage geändert, aber wir hatten jedes Jahr Morde durch Stricher an Homosexuellen, das hat völlig aufgehört. Mhm. Oder Morde an sehr alten Personen. Dazu kommen jetzt wieder diese Pflegedelikte dazu, mhm, wo eben sehr alte Menschen, die in einer aussichtslosen Situation sind, gesundheitlich einen erweiterten Selbstmord begehen. Mhm. Also die Art der Morde ändert sich in den Zeiten, das sind auch, ist auch irgendwie Zeiterscheinungen unterworfen. Was mich vielleicht auch noch interessiert, das Thema mit der Dunkelziffer. Woher, also es ist natürlich auch eine Dunkelziffer, man kann es nicht wissen, aber was schätzen Sie von den Morden, die aufgeklärt werden können, beziehungsweise auch von den Morden, die überhaupt bekannt werden? Was ist da verhältnismäßig die Dunkelziffer? Gibt es da eine Zahl? Da gibt es keine seriösen Zahlen dazu, aber Faktum ist, dass früher mehr obduziert wurde. Früher gab es die sanitätspolizeilichen Obduktionen und jeder ungeklärte Tod, wo eigentlich jemand nicht ins Spital verstorben ist, es keinen Behandlungsschein gab eines Arztes, wo der Tod nachvollziehbar war, wurde obduziert. Und das ist heute bei weitem weniger. Auch die Gerichtsmedizin ist heute anders organisiert als früher. Und heute werden in Österreich weniger Menschen obduziert, als es noch vor 10, 20 Jahren war. Da ist natürlich die Gefahr, dass bei der Totenbeschau Morde übersehen werden. Okay. Aber es gibt keine Ziffern, keine seriösen dazu. Vielleicht weg vom Paragraph 75 StGB, der den Mord regelt, hin zum Diebstahl, die Saliera. Das war ja ein Ausstellungsstück aus Gold im, wenn ich mich nicht Kunsthistorischen Museum. Ja. Und das wurde einfach von Kunstdieben oder von Dieben gestohlen. Das wurde von einem Einzeltäter gestohlen, der eigentlich kein Krimineller war. Wie hat der das geschafft? Der war ein Alarmanlagenerrichter, ein Sicherheitsexperte, und er hat gesehen, dass dieser wertvolle Kunstgegenstand, der Wert wurde mit 50 Millionen Euro beziffert, eigentlich sehr ungeschützt in dem Raum stand. Er war nicht unter Panzerglas und der Raum war nur mit Bewegungsmeldern gesichert, aber die Fenster selbst waren nicht gesichert. Also es gab keine Überwachung der Außenhaut. Und das hat er ihm genützt, dadurch, dass ein Baugerüst dort war, aufgrund von Umbauarbeiten. Er ist über das Baugerüst hinaufgestiegen, hat das Fenster aufgehebelt, hat noch keinen Alarm ausgelöst, den Alarm erst ausgelöst, wie er dann drinnen war, aber das war ein Blitzeinbruch. Er hat den Glassturz eingeschlagen. Das war kein Panzerglas, das war sehr leicht möglich. Hat die Saliera rausgenommen und ist wieder über das Gerüst abgestiegen. Und dann natürlich war für uns die Frage, wer hat das gemacht? Da gab es Spekulationen, die Mafia, Kunstdiebe, Internationale, alles Mögliche. Und gelöst wurde der Fall dann, wie der Täter sich gemeldet hat. Er hat dann versucht, eben Geld zu machen bei der Versicherung, hat dann eine Erpressung gestartet und hat schlussendlich 10 Millionen Euro verlangt dafür, dass er das zurückgibt. Da hat dann eine Schnitzeljagd eingesetzt. Das hat auch noch zu keinem Erfolg geführt. Aber schlussendlich hat der Täter dann einen Fehler gemacht. Er hat immer kommuniziert mit Handys. Und er hat dann ein Handy mehr gebraucht, als er vorgesehen hatte, und hat noch eine SIM-Karte gekauft. Und dazu ist er in einen Handyshop in eine Videofalle getappt. Es ist ein Zufallsvideo entstanden und mit dem haben wir ihn dann ausgeforscht.
wie genau das funktioniert, weil damals waren ja SIM-Karten noch nicht registrierungspflichtig. Ja, aber wir konnten nachweisen, wann er die gekauft hat, und im Handygeschäft war ein Video. Und wir konnten genau feststellen, zu welchem Zeitpunkt er die SIM-Karte gekauft hat. Und da hatten wir dann ein Bild von ihm. Wir haben dann eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und er hat sich selbst erkannt, ist dann gekommen als Beschwerdeführer, hat gesagt, er beschwert sich, dass da sein Lichtbild veröffentlicht wird. Aber wir haben ihm das nicht abgenommen, haben eine Hausdurchsuchung gemacht und konnten dann noch Fragmente seiner Pressebriefe sichern. Und dann hat er letztendlich ein Geständnis abgelegt und auch gesagt, wo das Allier versteckt ist. Das war ein Waldviertel, hat er sie tief vergraben, er hat sie herausgegeben. Und das Ganze ist für ihn dann relativ glimpflich noch verlaufen. Er hat nur ein paar Jahre Gefängnis dafür bekommen, weil er eben das Allier unbeschädigt zurückgegeben hat. Spannender Fall. Wie lange haben die Ermittlungen gedauert? 2 Jahre. 2 Jahre. Ich kann mich da auch noch erinnern, dass das in den Medien war. Jetzt zur anderen Seite der Ermittlungstätigkeiten, nämlich es wurde Ihnen irgendwie in einer sogenannten Sauna- bzw. Amtsmissbrauchsaffäre etwas vorgeworfen. Worum ging es da? Und wie ist das ausgegangen? Nämlich das war ziemlich zeitgleich zu Saliera. Unmittelbar danach, zuerst wurde ich noch gefeiert als der große Held, der das Saliera zurückgebracht hat. Und ein paar Wochen später wurde mir vorgeworfen, ich hätte Amtsmissbrauch begangen, indem ich einem Saunabetreiber eine Razzia verraten hätte. Das Ganze hatte die Wurzeln im Wiener Polizeikrieg. Es gab da eine Auseinandersetzung mit dem damaligen Landespolizeikommandanten und mir. Die war auf der Aucher Ebene irgendwo die Auseinandersetzung zwischen Juristen und Offizieren. Es ging da eben, wer die Führung in der Polizei hat, ob die Juristen oder die Offiziere. Und ich wurde dann vom Dienst suspendiert und es wurde ein Strafverfahren gegen mich eingeleitet. Das Verfahren hat 3 Jahre und 2 Monate gedauert. Seither verstehe ich auch die langen Verfahren bei Politikern und in der Wirtschaft. Obwohl der Sachverhalt bei mir relativ einfach war, ein Faktum, hat das Verfahren so lange gedauert. Ich habe dann in der Zeit gearbeitet bei Frank Stronach, bei Magna International, als Sicherheitsbeauftragter für Europa und musste mich dort eigentlich neu beweisen. Das hat mir aber sehr geholfen, weil wir müssen eine völlig andere Tätigkeit in einem ganz anderen Umfeld mit einem jungen Team machen. In Deutschland, in Frankreich, in Belgien, in Russland, in China. Und so konnte ich dann auch mich auf mein Verfahren besser konzentrieren, weil der Kopf frei war. Und letztendlich wurde ich dann freigesprochen und rehabilitiert und kam dann ins Bundeskriminalamt. Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up to date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Ich habe lange überlegt, ob ich nicht in der Privatwirtschaft bleiben soll, aber die Polizei hat mich doch mehr fasziniert als diese Tätigkeit, die auch interessant war. Und im Bundeskriminalamt wurde ich dann Leiter der Abteilung für organisierte Kriminalität und Ermittlungen. Wie alt waren Sie damals? Ich war damals knapp über 50. Okay, ja. Ja. Also es hätte auch mein Leben zerstören können. Absolut. Wäre ich damals verurteilt worden, hätte ich eigentlich alles verloren. Ich wäre von Polizei entlassen worden, ohne Pensionsanspruch. Also ist einiges im Spiel gestanden. Ja, ja. Gut, dass das glimpflich ausgegangen ist. Was war eigentlich der Hintergrund? Warum wurde das überhaupt angezettelt? Was war da eine Fehde im Hintergrund? Das war eine vielfach gelagerte Fehde, eine persönliche, auf der persönlichen Ebene, eben mit dem damaligen Landespolizeikommandanten, der mittlerweile völlig untergegangen ist. Er wurde dann nachher zu 15 Monaten verurteilt und hat seine berufliche Position verloren. Das war die persönliche Seite. Die fachliche Seite war eben auch der Gegensatz Juristen, Polizeioffiziere und verschiedene Intrigen im Bereich des Innenministeriums. Also es war
eine sehr vielschichtige, komplexe Sache. Sie haben in dieser Zeit auch einige Bücher geschrieben. Ich habe beispielsweise das Buch, das ich auf jeden Fall lesen werde, Es gibt durchaus noch schöne Morde, ja. Aber auch das Buch Heimweg. Ja. Können Sie uns über diese Bücher etwas erzählen? Ja, Es gibt auch noch schöne Morde, das habe ich 2005 mit dem Profiljournalisten Paul Yvonne geschrieben. Also das entstand eben aus dem Spannungsverhältnis zwischen Journalisten und Polizei. Profil hat immer sehr kritische Polizeiberichterstattung gemacht und er hatte immer ein gewisses Spannungsverhältnis zu Paul Yvonne, der eben damals im Profil die Polizei- und Gerichtsberichterstattung gemacht hat. Und aus dem heraus haben wir dann gemeinsam ein Buch geschrieben, wo wir verschiedene Fälle aus beiden Blickwinkeln dargestellt haben. Das war das erste Buch. Das andere habe ich erst im letzten Jahr geschrieben, Heimweg. Das war in Form eines Kriminalromans mein erster großer Fall, eben die Mädchenmorde von Favoriten, mhm, in Form eines Romans. Mhm. Also ich werde auf jeden Fall die Bücher verlinken in den Shownotes für alle unsere Zuhörer, die die Bücher auch lesen möchten. Ich glaube, die sind durchaus lesenswert. Ja, sind ganz gut gegangen eigentlich. Ich würde sagen, wir gehen in unseren letzten, in unseren dritten Teil über Tipps und Tricks. Und vielleicht würde ich Sie bitten, haben Sie ein paar Tipps und Tricks vielleicht auch für junge Juristen, die vielleicht auch bei der Polizei sind, zur Polizei gehen wollen, aber vielleicht auch auf der anderen Seite, wie man mit der Polizei umgeht, als Rechtsanwalt, als Jurist, als Richter. Haben Sie da ein paar gute Tipps auf Lager für uns? Ja, also ich habe den nie bereut, Polizeijurist geworden zu sein. Also ich würde es nochmal machen, wobei es heute natürlich nicht mehr so ist. Das Umfeld hat sich etwas geändert. Die meisten Polizisten heute kommen nach der Matura zur Polizei und machen ihren Aufstieg in internen Ausbildungen. Aber trotzdem studieren auch noch viele nebenbei Jus und erhalten dann ganz gute Positionen dabei. Also wenn sich jemand für Jus interessiert, das juristische Studium ist sicherlich ein sehr gutes Handwerkszeug für Juristen. Also würde es keinen abraten zu machen. Als Seiteneinsteiger ist heute schwieriger. Heute kommen die meisten Juristen eigentlich aus dem Polizeiapparat, die während ihrer Tätigkeit noch studieren. Und das heißt, es ist eigentlich, wenn man Polizeijurist wird, dann eher umgekehrt, dass man zuerst Polizist ist, ja, und dann Jurist studiert. Und dann studiert. Es gibt auch wenige, die von der Uni her bei der Polizei einsteigen, aber das sind eher die Ausnahmen. Wobei daneben gibt es natürlich noch sehr viele Verwendungen auch im Bereich des Innenministeriums. Da gibt es sehr viele juristische Abteilungen und auch hier kann man weiterhin dann Karriere machen. Also Karriere als Jurist bei der Polizei im Bereich des Innenministeriums ist durchaus heute auch noch möglich. Und vielleicht noch die andere Seite eben für Juristen, die jetzt immer wieder mit der Polizei zu tun haben, seines Strafverteidigers, seines Richter oder Rechtsanwaltsanwärter. Was haben Sie da für Tipps für den Umgang mit der Polizei? Ich hatte zu sehr vielen Anwälten immer ein sehr gutes Verhältnis und am besten ist eben, man hat ein gutes Verhältnis und man tauscht sich aus, weil im Endeffekt wollen ja beide das Gleiche. Ich kann mich erinnern beim Saliera-Dieb, der war anwaltlich vertreten und das erste Gespräch habe ich mit seinem Anwalt geführt und habe dem einmal erklärt, dass günstig ist für ihn, wenn er es herausgibt, weil der hat in ordentlichen Verhältnissen gelebt und mit der Schadensgutmachung bekommt er eine geringe Strafe und das hat ihm auch dann der Anwalt so erklärt und er hat das Ganze gemacht, wobei natürlich gibt es auch Interessenskonflikte, weil eben der Anwalt, der muss natürlich alles für seinen Klienten machen und da gibt es manchmal natürlich auch Interessenskonflikte,
Aber im Endeffekt sollte das nie persönlich werden, sondern immer auf der Sachebene ablaufen. Ja, gibt es etwas, was ich Sie nicht gefragt habe, was ich Sie aber hätte noch fragen sollen, etwas, worüber wir noch hätten reden können, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen wäre? Ich denke nach, aber Sie haben, glaube ich, so ziemlich alles gefragt und ich glaube, das reicht aus. Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Bitte Doktor, sehr. Und ich wünsche Ihnen noch alles Gute und vielen Dank für das tolle Interview. Okay.